Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir, hier wieder im Bereich Cinema 4D. Hier in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man solch einen Planeten, also Planet Erde, erstellen kann und ja, wie man die Texturen halt bekommt. Das schreibe ich direkt unter dem Video, weil wir brauchen ja die Texturen, damit wir das Bild erstellen können. Starten wir wie immer auch gleich durch. Als erstes nehmen wir uns natürlich eine Kugel, die finden wir hier. Einfach die Kugel auswählen. Und der Rest kann eigentlich schon so bleiben. Wir merken uns nur, dass der Radius 100 hier ist und das ist okay. Wir werden das aber auch gleich umbenennen. Das heißt, wir klicken doppelt auf die Kugel und schreiben Erde hin und dann sieht das natürlich alles ein bisschen vernünftiger aus. Jetzt können wir sogar schon die erste Textur erstellen. Das heißt, wir machen einen Doppelklick im Materialmanager und haben ein neues Material erzeugt und hier auch nochmal einen Doppelklick und im Farbekanal können wir dann schon mal eine Textur wählen, ja, was der Erde am nächsten ist. Also Textur, Bild laden und nehmen dann hier unsere erste Textur von der Erde. Ein Doppelklick. Ich möchte das nicht kopieren, deswegen sage ich hier auf Nein. Und den Glanzlichtkanal, den können wir schon mal deaktivieren. Aber was wir brauchen, ist der Reliefkanal. Der Reliefkanal ist dafür da, um Vertiefung oder Erhöhung halt besser sichtbar zu machen oder die überhaupt erstmal abzubilden. Also machen wir hier ein Häkchen, gehen hier auf Textur und gehen auf Bild laden. Hier habe ich eine Datei, die nennt sich Bump JPEG, das ist der englische Begriff dafür. Und die weißen Bereiche sind sozusagen die Erhebungen und die schwarzen Bereiche, ja, die tieferen Bereiche halt. Auch hier ein Doppelklick ausführen. Ich möchte das wieder nicht kopieren, also nein. Und ich werde das mal hier vergrößern, Fenster öffnen. Und momentan ist das ja so, man sieht kaum etwas. Ich habe das ja mal ausprobiert und das Problem ist bei mir, ich muss wirklich hier einen Wert eintragen bei Relief und Stärke von 2000, damit das überhaupt bei mir irgendwie ein wenig sichtbar ist. Ihr habt gesehen, hier hat sich das jetzt gerade auch geändert und ich denke mal, das passt auch ganz gut. Schließt das jetzt erstmal und auch das können wir hier schließen, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur den Farb- und Reliefkanal und gehen dann wieder raus. Die Textur können wir direkt jetzt auf die Kugel ziehen. Das dauert ein bisschen länger, weil die Datei sehr, sehr groß ist, die ich genommen habe. Ich glaube, weit über 20 Megabyte. Aber dadurch ist sie natürlich entsprechend detaillierter und sieht nachher auch schöner aus. Wir rendern das Ganze mal, um einfach zu sehen, wie das jetzt wirkt. Und ich finde, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Als nächstes wollen wir die Wolken auf unserem Planeten abbilden. Und dafür nehme ich erstmal eine neue Kugel. Ihr könnt das, wie gesagt, später alles auf eine Kugel ziehen, wenn ihr wollt. Aber ich nehme verschiedene Kugeln, damit ich die auch separat dann später animieren kann. Also gehe ich hier wieder rauf. Wir haben hier eine Kugel, werde die auch gleich umbenennen in Wolken und werde die Größe ein wenig verändern auf 101. Überlagert jetzt alles, nicht wundern. Deswegen ist die andere Sache, also die Erde, jetzt nicht mehr zu sehen. Aber wir können jetzt schon mal wieder eine neue Textur erstellen. Ein Doppelklick, noch ein Doppelklick und unter Farbe, wenn wir das hier auswählen, können wir wieder Textur wählen und Bild laden und wählen hier Clouds. Also bei mir ist das Clouds, bei euch könnte das Wolken heißen, je nachdem, was ihr runtergeladen habt. Das ist jetzt eine Datei von den Wolken der Erde und hier führe ich wieder einen Doppelklick aus, sag wieder Nein und das passt. Den Glanzlichtkanal können wir direkt löschen, also ausschalten und wie ihr seht, haben wir momentan ja weiß und schwarz. Das kriegen wir weg, indem wir den Alpha-Kanal wählen, also auch ein Häkchen machen und hier auch Textur. Und diesmal müssen wir nicht Bild laden. Wir haben ja das Bild einmal schon geladen. Das heißt, wir können direkt unter Bilder hier unsere Datei nochmal wählen und dann seht ihr, das Ganze wird transparent. Um jetzt das ein bisschen ändern zu können, müssen wir nur unter der Farbe nachher die Mischstärke etwas ändern. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, das alles noch ein bisschen zu ändern. Wer Lust hat, kann natürlich auch den Transparenzkanal noch ein bisschen aktivieren. Das heißt, wenn wir jetzt Transparenz
anwählen, das abhaken, dann seht ihr, jetzt ist 100% transparent, aber wir können ja hier den Wert auch ein bisschen manipulieren, das heißt, hier habt ihr auch alle Möglichkeiten. Wir gehen hier wieder raus und können jetzt auch dieses Material schon auf unsere andere Kugel legen und ihr seht, jetzt sieht man auch die Erde schon wieder. Wenn wir hier das Ganze rendern, dann sieht das schon mal so aus. Ich finde, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Bevor ich die Atmosphäre erstelle, möchte ich aber erst eine Lichtquelle hinzuzaubern. Das geht auch ganz leicht. Ich nehme einfach jetzt mal ein Flächenlicht. Wir gehen hier einfach auf dieses Symbol, nehmen eine Flächenlichtquelle. Und was ich machen möchte, ist aber, wir werden ein Ziel-Tag noch da reinsetzen. Das heißt, hier bei Licht, rechte Maustaste, Cinema 4D und dann auf Ausrichten. Wenn wir das angewählt haben, hier das kleine Symbol, dann können wir die Erde im Prinzip genau da reinziehen und dann wird das automatisch immer jetzt ausgerichtet auf die Erde, dieses Licht. Das heißt, wenn wir hier im Verschieben sind, Modell bearbeiten und jetzt einfach hier in die Szene klicken und das Licht einfach wegziehen, dann richtet sich dieses Licht immer genau zur Erde aus. Ich schiebe das jetzt einfach mal ein bisschen weg. Wir rendern das Ganze jetzt nochmal und dann sieht das Ganze jetzt schon mal so aus. Ich werde allerdings bei Licht noch Schatten einsetzen, das heißt, ich wähle das Licht hier aus, wähle Schatten und Fläche, rendere das jetzt nochmal und ihr habt gesehen, dass der ganze hintere Schein gerade verschwunden ist. So soll das auch sein. Ich drehe das ganze Bild mal ein wenig. Ja, sieht doch schon cool aus. So, wir haben die Wolken, wir haben die Erde. Was wir jetzt brauchen, ist die Atmosphäre. Und hierfür nehme ich dann wieder eine Kugel. Wie gesagt, ihr könnt alles auf eine Kugel bringen, wenn ihr wollt. Aber ich mache das halt so. Ich wähle mir hier die Kugel aus. Werde das auch gleich umbenennen als Atmosphäre. Genau. Und jetzt werde ich schon die nächste Textur erstellen. Auch hier ein Doppelklick. Dann auf das Material ebenfalls ein Doppelklick. Und hier können wir natürlich dann wieder alles entsprechend einstellen. Wir gehen zuerst in den Farbekanal. Ich werde hier den Regler für Blau etwas nach oben ziehen. Leicht. Ich habe jetzt hier 230. Machen wir die ruhig hier auch noch auf 200 runter, damit wir mal relativ saubere Zahlen haben. Und die Helligkeit, das kann erstmal alles so bleiben. Danach nehmen wir den Transparenzkanal, machen hier ein Häkchen. Und werden hier die Helligkeit etwas runterregeln. Nehmen wir mal 95. Dann seht ihr ja schon ein wenig davon. Und als Textur nehme ich aber zusätzlich einen Fresnel-Shader. Einfach hier Fresnel auswählen. Und da brauchen wir auch nichts weiter einstellen. Der Glanzlichtkanal, der kann erstmal deaktiviert werden. Und was wir noch brauchen, ist der Alpha-Kanal. Das heißt, wir machen auch hier ein Häkchen. Und werden hier unter Textur ebenfalls ein Fresnel-Shader nehmen. Diesmal müssen wir allerdings im Fresnel-Shader ein bisschen was einstellen. Das heißt, wir klicken jetzt hier genau auf den Namen und können hier ein paar Veränderungen vornehmen. Und was ich machen möchte, ist auf jeden Fall das ein wenig runterregeln. Und dann seht ihr auch schon, der Bereich wird wesentlich kleiner. Und wer aus Versehen hier noch zusätzliche Anfasser oder Regler eingebunden hat, der braucht die nur rausziehen aus der Szene hier oder aus dem Bereich und dann verschwinden die. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das aussieht. Wir haben ja jetzt hier Farbe, Transparenz und Alpha. Wie gesagt, ihr habt tausende von Einstellmöglichkeiten noch. Wir werden hier mal rausgehen und was ich vergessen habe ist, wir haben ja die Atmosphäre hier noch ausgewählt. Wir müssen hier den Radius auf 102 bringen und können jetzt das Material auf unsere Atmosphäre ziehen. Wir werden mal schauen, wie das jetzt momentan aussieht. Ich rendere das mal kurz. Sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Wir können die Atmosphäre vielleicht nochmal 103 bringen. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, ich finde, das sieht schon sehr cool aus.
Ihr habt, wie gesagt, natürlich, wenn ihr hier im Alpha-Kanal seid, Fresnel, könnt ihr natürlich das auch etwas vergrößern, wie ihr gerade Lust habt. Verbreitert ihr das einfach ein klein wenig, macht das nochmal, dann vergrößert sich auch ein wenig die Atmosphäre, wie ihr hier seht. Und ich finde das schon ganz okay so. Was wir jetzt noch brauchen, ist der, ja, Hintergrund, und dafür wählen wir uns einfach hier drüber ein Himmelobjekt aus. Himmel steht ja schon da, brauchen wir noch nicht mal umbeschreiben oder umschreiben. Und hier wieder im Materialmanager mit einem Doppelklick ein neues Material erzeugen. Auf das Material wieder ein Doppelklick. Glanzlicht kann ausgeschaltet werden. Unter Farbe wählen wir dann Textur, Bild laden. Und ich habe hier ein Free Starfield JPEG. Das ist halt eine Bilddatei mit ganz vielen Sternen. Doppelklick ausführen. Ich sage auch wieder Nein. Und ich werde das ja kurz sichtbar lassen. Wenn wir das jetzt rendern, sieht das natürlich noch nicht ganz so toll aus, weil, achso, jetzt sowieso noch nicht. Wir müssen natürlich das Material natürlich auf unseren Himmel ziehen. Ich rendere das nochmal. Und ihr werdet sehen, dass die Sterne ziemlich stark sind, sehr dominant. Und da können wir jetzt zum Beispiel unter Diffusion, wenn wir uns diesen Kanal hier auswählen, das aktivieren. Dann können wir einfach mal auf 30 setzen, können das nochmal rendern. Und dann seht ihr, wird das insgesamt schon etwas weniger. Vielleicht noch weniger. Ja, ich denke mal, das ist okay soweit. Ich finde das Bild jedenfalls gar nicht so schlecht. Ich hoffe, euch hat das Tutorial auch einigermaßen geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und wer weiß, vielleicht sehe ich euch bei einem weiteren Tutorial von mir dann auch. Ich würde mich jedenfalls freuen. Bis dahin, ciao.